Hallo und herzlich willkommen bei Komm ins Beet. Ich bin Björn und stehe hier zwischen unseren Mendelbeeten. In der heutigen Folge möchte ich euch einmal die mendelschen Regeln vorstellen. Ich möchte euch erklären, warum diese Regeln den Beginn der klassischen Genetik darstellten und auch heutzutage noch in der modernen Pflanzenzucht zum Einsatz kommen. Gregor Johann Mendel lebte von 1822 bis 1884 und war nicht, wie viele vermuten würden, ein Naturwissenschaftler, sondern ein böhmischer Augustinermönch, der im Garten der Abtei St. Thomas in Altbrünn vor allem Experimente zur Vermehrung von Pflanzen durchführte. Um genauer zu sein, mit Erbsenpflanzen. 1856 startete er sein bisher größtes Experiment, in dem er 22 zuvor auserwählte Erbsensorten mit verschiedenen Merkmalen untereinander kreuzte. Die daraus resultierenden Hybride baute er wiederum an und betrachtete deren Merkmale. So wurde er im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Erbsenzähler, denn er zählte das Auftreten der einzelnen Merkmale und berechnete deren Aufspaltungsverhältnisse. Die Ergebnisse seiner Kreuzungsversuche fasste er 1866 zusammen und postulierte die mendelschen Regeln, welche wiederum erst im Jahre 1900 aufgegriffen und bestätigt wurden. Da man zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, welche Rolle die Chromosomen und die DNA bei der Vererbung spielen, stellten die mendelschen Regeln somit den Beginn der klassischen Genetik dar, mit der sich im 20. Jahrhundert viele Forscher auf der ganzen Welt beschäftigten. Die erste mendelsche Regel ist die Uniformitätsregel, die ich euch gerne anhand unserer Eisbegonien erklären möchte. Und zwar sehen wir hier zwei Elternlinien, die sich in einem Merkmal unterscheiden, und zwar, wie unschwer zu erkennen, der Blütenfarbe. Beide Linien sind reinerbig oder auch homozygot. Das bedeutet, sie haben jeweils zwei Allele für die weiße bzw. rote Blütenfarbe in ihrem Genom. Werden diese zwei Linien miteinander gekreuzt, so entsteht die erste Tochtergeneration oder auch Filialgeneration genannt. In der Kurzform spricht man gebräuchlicherweise von der F1-Generation, die jeweils ein Allel der beiden Eltern geerbt bekommen hat und mischerbig, das heißt heterozygot, in Bezug auf das Merkmal ist. Was alle Pflanzen der F1-Generation gemeinsam haben, ist, dass sie sich nicht voneinander unterscheiden, das heißt, sie sind uniform bezogen auf die Blütenfarbe. Die Uniformitätsregel besagt also, dass wenn zwei Individuen einer Art miteinander gekreuzt werden, die sich in einem Merkmal unterscheiden, für das sie homozygot sind, dann sind die Nachkommen in der F1-Generation uniform auf das bezogene Merkmal. Setzt sich in der F1-Generation das Merkmal eines der Eltern durch, so spricht man von einem dominant-rezessiven Erbgang. In unserem Beispiel ist die rote Blütenfarbe dominant gegenüber der weißen, sodass nur die rote Blütenfarbe bei den Nachkommen der ersten Generation zur Ausprägung kommt. Kommen beide Merkmale der Eltern zu gleichen Teilen in der F1-Generation zur Ausprägung, so spricht man von einem intermediären Erbgang, den ich euch gerne anhand unseres Schmuckkörbchenbeetes veranschaulichen möchte. Zum einen haben wir eine Elternlinie mit pinken, zum anderen eine Elternlinie mit weißen Blüten. Auch diese sind bezogen auf die Blütenfarbe reinerbig, also homozygot. Werden diese nun miteinander gekreuzt, so entsteht in der F1-Generation eine Mischfarbe, und zwar rosa. Auch an diesem Beispiel kann die Uniformitätsregel wieder angewendet werden, denn wie wir sehen können, sind alle Blüten uniform rosa.